Freunde, heute geht es wieder um das Thema Hardline. Es geht einfach weiter mit Project Predator, so wie gehabt. Und zwar haben wir hier unser Tubing, unser Hardline-Tubing, das wir das letzte Mal gemeinsam gebogen haben. Ich will das Ganze jetzt noch besser machen. Ja, solche Sachen will ich einfach ausbessern. Auch habe ich gelernt, dass wenn man das Ganze zu stark erhitzt, dass sich entsprechend Bläschen hier zum Beispiel im PETG bilden können. So, vielleicht könnt ihr das erkennen. Es sind auf jeden Fall hier kleine Bläschen in dem PETG selbst. Das Ganze ist kein Problem und würde dem Ganzen auch eigentlich nichts zur Sache tun, denn das Zeug ist unglaublich stabil. Im Gegensatz zu Acryl ist das Ganze wirklich sehr, sehr widerstandsfähig, etwas kratzanfällig, das muss ich schon zugeben. Aber es ist sehr, sehr robust. Das Ganze lässt sich nicht eindrücken. Und ohne jetzt hier unglaublich groß Gewalt anzuwenden, wird sich das Ganze nicht brechen lassen. Ich habe das Ganze mal probeweise versucht gehabt mit einem misslungenen Stück. Und das Ganze lässt sich so oder so nicht zerbrechen, sondern verbiegt sich nur, ja, und verzieht sich. Und deswegen ist das mein absoluter Lieblingswerkstoff, wenn es um Watercooling geht. Wie gehabt, das Monsoon Hardline PGG in der Farbe Blood Red. Davon haben wir jetzt hier noch zwei solcher schönen Rohre, die wir entsprechend bearbeiten werden. Auf die Plätze, fertig, go! You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the coming energy. Leider sind die Winkel zwar perfekt gelungen jetzt hier bei dem Stück, aber die Länge zwischen den beiden Winkeln ist einfach kürzer als bei der Version vorher, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Aber das liegt einfach daran, dass da immer so ein bisschen Spiel mit drin ist, wenn es darum geht, wie sich dann das Rohr verzieht, wenn ihr dann Winkel habt. Und bei zwei Winkeln an einem Tube ist das wirklich ein Glücksspiel, mehr oder weniger. Auf ein neues. Let me lay it down into your lap. I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to disappear. I want.
Ich weiß nicht wie, es war wie eine göttliche Fügung, dass es sich so zurechtgebogen hat. Aber es sieht ziemlich, ziemlich schick aus. Muss ich ehrlich sagen. Sieht sehr, sehr gut aus. Oh mein Gott. Bitte lass es mich nicht verbockt haben. Oh ja, shit, 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 shit. Das war nämlich ein bisschen zu früh, aber mit viel Glück kriegen wir es wieder gerichtet. Shit. Es steckt hier bis zum Anschlag drin. Pun not intended und so. Oh, shit. Ey, das wäre so ärgerlich. Zwar alles umgeschmissen, aber ich habe es geschafft. Ich habe das Tube gerettet. Ich habe das Insert rausbekommen. Oh mein Gott. Ha. Shit, yes. Woo. So, Freunde, die zwei Stücke hier, die zwei Tubes, an denen wir jetzt hier am längsten gearbeitet haben, sind jetzt soweit fertig. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sie sind echt verdammt perfekt geworden. Also besser kriege ich es nicht hin, auf keinen Fall. Das ist wirklich so schön aufeinander abgestimmt. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie das Ergebnis geworden ist. Ich danke euch fürs Einschalten, Leute. Und meiner ersten, beziehungsweise nein, jetzt war es inzwischen schon meine zweite Hardline-Erfahrung sozusagen mit dem Bending und Zurechtschneiden vom Hardtube Hardline. Ich hoffe, ihr konntet mit mir zusammen ein bisschen lernen, so ein bisschen die Handgriffe sehen. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde. Gax TV, bis dahin Gaming Fitness, that's you see. Und Gax TV, ich bin auch fertig. Ciao, Leute.